Mayu, wo ist Avil? Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Vater kam und nahm sie mit. Er wollte sie für ihre Arbeit belohnen und an einem Ritual teilnehmen lassen. Welches Ritual? Das Ritual des Erwachens. Au, dabei wird ein Kind geopfert. Glaubst du, Avils Vater würde ihr was antun? Ich kenne ihn seit Jahren. Als er heute kam, hat er mich gar nicht bemerkt. Seine Augen waren schwarz, leer. Wohin hat er sie gebracht? Zu dem verlassenen Dorf. Bitte, beeil dich. Das Ritual des Erwachens. Sie warten auf dich. Hier lang. Bringen wir es hinter uns. Ah, au. Das hier ist mein eigenes Blut, meine Tochter Avil. Ihr Geist und ihre Seele sind stark, stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Ich bin so, so stolz auf meine Avil. Sie wird ein schönes Opfer abgeben. Hier, der Nektar des Erwachens. Höre, Kinicheau, Gesicht der Sonne. Ich opfere dir Avil, die Auserwählte. Sie wird den Nektar des Erwachens trinken. Ihr Herz wird aus ihrer Brust genommen und aufs Feuer geworfen. Die Asche meines eigenen Fleisches und Blutes sei dir gegeben, sodass die Sonne nicht erlischt. Avil, ich bin's, Lara. Wenn ich's dir sage, renn schnell zurück zu Mayu, okay? Avil, lauf! Patelesh, Anteneshi! Es doch Balesh! Ketzabahu al-Kila, Beyoche Luchaikotzilil Kukulkan. Kubabach Beyoche. Warum habe ich das Gefühl, es ist nicht vorbei? Ist hier. Irgendwo. Alles vollzogen. Kannst du überall sein. Komm raus, Au. Die Messab kuntulin lashsilon. Janekat peksik mashbete. Hashmalov kashiken im wilvashku yuchul. Ma'alov. Die Messestulak alvashku pek. In maska veukalken kashtek.
Avil, bist du verletzt? Mir geht's gut. Ich bin gerannt, wie du es gesagt hast. Kluges Mädchen. Du hast das Ritual gestoppt? Avil, du solltest getötet werden. Aber so soll es sein. Ich war auserwählt. Mein Opfer würde verhindern, dass Kinichau die Sonne wegnimmt. Vater sagte, er hat geträumt, ich sei was Besonderes. Avil, Träume lassen sich verschieden deuten. Vielleicht sollst du hier auf der Erde bleiben und mit deiner besonderen Kraft die größte Schlangenwache werden, die es je gab. Glaubst du das wirklich? Ja, absolut. Das muss ich Vater sagen. Avil, dein Vater ist... für eine Weile weg. Also bleibt Avil bei mir und setzt ihre Studien fort. Natürlich. Ich fange besser an. Es gibt noch so viel zu lernen. Danke, Au. Ja, danke, Au. Jemand wird sich um Avil kümmern. Bitte nimm diesen Bogen zum Dank. Er gehörte meiner Mutter, einer Adlerschützin, und soll dir dienen. Danke, Mayu. Ich fange besser an. Es gibt noch so viel zu lernen. Danke, Au.
Was ging Walike? Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Komm und sieh dir meine Ware an. Dieser Ohrschmuck ist in perfektem Zustand und mit dem Bild einer geflügelten Bestie verziert. Sie hat einen Rüssel und hält eine Fackel oder einen Stab in der Hand. Schmuckstücke wie dieses sind ein Symbol für Reichtum. Es könnte vielleicht sogar einer Adligen gehört haben. Wonach sie geht? Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Danke. Dafür habe ich nicht genug Platz. Viel Spaß damit. Ein gutes Geschäft. Viel Spaß damit. Ein gutes Geschäft. Viel Glück, Lara. Diese hölzerne Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hatte eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Von der Tür. Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Unglaublich, was da passiert. So eine Schande, ein Skandal. Ich kenne den Mann, der heute hingerichtet wird. Es ist Hakan, ein Fleischer aus der Unterstadt. Verstehe. Der Delinquent ist also dein Freund. Er hat versucht, Kukul Khan zu töten. Ich halte mich von Attentätern fern, ob erfolgreich oder nicht. Wenn er nicht dein Freund ist, was regt dich dann so auf? Ich schäme mich, dass er ein Mitglied der Händlergilde ist. Das fällt auf uns alle zurück.
alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Ich kann das. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Edsley meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nichts hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich hab niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Ich will den Gefangenen sehen. Bei allem Respekt, Ahu. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Ich kann das Gejammer nicht mehr hören. Wir sollten ihn töten. Ist dein Blutdurst größer als dein Genuss anderer Leiden? Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unuratu sprach. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Willst du immer noch helfen? Ja, sobald die Wachen weg sind. Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Findet diese Hinrichtung jemals ganz ruhig, statt? Ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Ja, wir müssen los. Chief! Hallo! Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Das klappt nicht. Beide Hebel müssen offen gehalten werden, damit ich reinkomme. Ich brauche Hilfe. Das klappt nicht. Beide Hebel müssen offen gehalten. Okay, die Wachen sind weg. Dann müssen wir jetzt los. Los, zusammen. Weg ist frei. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Papa! Kayara! Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit! Ich finde dich! Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du bist die Fremde, die bei Unuratu in der Unterstadt war. Und war es nicht so, dass dir gesagt... Hier durch. Bleib bei mir. Hier lang. Kayara, ich komme. Der Ausgang ist blockiert. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Hier, dieses Messer gehörte meiner Frau.
Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Papa! Oh, Kayara! Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Titi steht auf den Knochen der Toten. Sie sollen nicht zurückkommen und die Stadt übernehmen. Heute keine Hinrichtung mehr, Ao. Der letzte Häftling ist geflohen. Du hast es geschafft. Den Göttern sei Dank. Als die Wachen zurückkamen, mussten wir die Tür freigeben. Es tut mir leid. Das war sehr mutig von dir. Hoffentlich inspiriert es andere, sich zu wehren. Mich hat es inspiriert. Wie konnte er fliehen? Wenn Kukulkan das erfährt, wird er unsere Köpfe rollen. Das war das Mädchen. Hat was gemacht, ich weiß es. Mädchen, soll das wirklich deine Geschichte sein? Basking Walike, Ula Pushu Saluki Walikurati. Hakan, wie kannst du so etwas von Aron verlangen? Was hätte ich tun? Sollen selbst gehen? Wie lange würde es dauern, bis mein Kopf die Stufen von der Oberstadt herunterrollt? Na, daran bist du ganz alleine schuld. Hör auf, mich zu maßregeln. Hakan? Wer bist du? Ich bin ein Wolf im Schafspelz. Weißt du noch? Priesterin? Ich hab dich ohne Kostüm nicht erkannt. Schön, dich wiederzusehen, liebe Freundin. Gleichfalls. Wie geht's Kayara? Dank dir hat sie noch einen Vater. Soweit ich weiß, sind wir gemeinsam aus dieser Zelle rausgekommen. Wie ist es dir ergangen? Ich gebe mein Bestes, um eine zweite Chance zu nutzen, aber ich habe vielleicht keine Wahl. Wo liegt das Problem? Aron, einer der Männer hier, arbeitet in der Kaserne der Wachen in der Oberstadt. Er sollte sich für mich dort umsehen, aber er ist nicht zurückgekommen. Du fürchtest, ihm ist was zugestoßen. Seine Schwester, sie macht sich immer Sorgen. Aber sie hat recht. Wenn Aron wegen mir in Gefahr ist und die Frau, die das kleine Durchgangsheim im Müll betreibt, das rauskriegt, dann müssen Kayara und ich gehen. Ich könnte Aron für dich suchen. Wenn er Schwierigkeiten hat, kann ich ihm vielleicht helfen. Ein Talent für sowas hast du ja, das stimmt. Hast du deine Priesterkleidung noch? Ja, die habe ich noch.
Gut. Aaron ist ein Wächter in der Kaserne in der Oberstadt. Mit der Verkleidung kommst du sicher durch die Tür. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dieser Stab hat einen improvisierten Steinschlossmechanismus, der dem europäischer Schusswaffen ähnelt. Die Kultistenpriester müssen ihn bei ihren Zeremonien benutzt haben, um die Menge in Ehrfurcht zu versetzen. Ah, Priesterin,
Unsere tapferen Krieger haben gerade für Kukulkan einen Sieg errungen. Dafür verdienen sie einen Segen, oder? Ja, natürlich. Wunderbar, das wird sie freuen. Hierdurch. Aaron? Ganz ruhig, ich... Hast du etwa das hier gesucht? Diese Symbole ergeben keinen Sinn. Vielleicht ein Code oder... Sababu alquila, beyoje lucha y cotzilil kukulkan. Imbuelinkan huacumeyab. Hualquila junabón. Kubabaj beyo, gelulchaite chotzilil kukulkan.
Ypsilon.
so liegen gelassen? Ich wurde fast entdeckt. Was soll... Du bist heil rausgekommen. Das ist sehr gut. Aaron, diese Frau hat mich aus dem Gefängnis befreit. Sehr erfreut. Ja, dabei fällt mir ein, es ist peinlich, aber wie heißt du eigentlich? Ich heiße Lara. Gut, Lara. Wie du siehst, ist Aaron unversehrt zurück. Ich habe dich wohl völlig umsonst losgeschickt. Tut mir leid. Vielleicht nicht völlig umsonst. Sagt dir diese Nachricht irgendwas? Wie hast aber du... Ich habe gesehen, wie Aaron die Wache ausgeschaltet hat. Die Priesterin? Das warst du? Ja. Es war klug abzuhauen, Aaron. Hätte man dich erwischt, wäre die Nachricht verloren gewesen. Ich kenne die benutzten Symbole nicht. Das ist eine Geheimsprache, in der Amaru mit seinen Leuten kommuniziert. Angeblich steht hier drin... Wir glauben, hier steht, wo sich das Nest des Hohen Rats befindet. Nur die Mitglieder seines Kults können das lesen. Kannst du es entziffern? Meine Schwester Azi, sie... Darf ich antworten? Azi war meine Frau und früher eine Anhängerin von Amaru. Sie hat mir die Geheimsprache beigebracht. Hast du ihr den Kult ausgeredet? Das hätte niemand geschafft. Azi hat immer selbst entschieden. Klingt nach einer sehr starken Frau. Ich habe sie sehr geliebt. Und steht in der Nachricht, wo wir hin müssen? Wir? Also schön. Kennst du das verlassene Dorf am Rande des Orts? Ich kann's finden. Gut, wir treffen uns dort. Aaron, wenn wir in einer Stunde... Hakan sagt, es handle sich um eine Geheimsprache, mit der Amaru und sein Kult kritische Informationen weiterleiten. Wenn wir nicht zurück sind, kommst du mit Verstärkung nach. Schaffst du das? Ja.